Heute machen wir in Brawl Stars wieder ein 2 vs 2. Das Team muss immer die gleichen Brawler nehmen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Wir gehen direkt rein ins Video. Let's go! Erste Runde startet. Wir sind jetzt hier Spike. Wir sind mal gespannt, wie gut jetzt hier die Gegner sind. Wir wissen noch gar nicht, welche Brawler wir haben. Die Challenge war einfach nur, dass wir beide im Team das gleiche oder den gleichen Brawler nehmen müssen. Alles andere ist da frei. Oh mein Gott. Okay, okay, wir wollen gar nicht, die springen drauf. Ich habe gar keine mehr ready. Oh, die springen auf jeden Fall weg. Wir müssen hier, oh mein Gott, die sind gut. Die sind gut. Wir müssen jetzt hier mit Spike auf jeden Fall. Spike ist richtig geil. Die haben auf jeden Fall einen neueren Brawler. Ich kenne den noch gar nicht. Oh mein Gott, der ist ein bisschen schwierig, aber wir können ihn hier einkesseln. Nicht das, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht eingekesselt werden. Die müssen jetzt hier wirklich... Oh nein, wir sind schon raus. Oh mein Gott, der hat uns alleine zu zweit gemacht, wie er auf uns draufgesprungen ist. Ich glaube, das ist nicht 1:0 für die. Die sind jetzt krasse Pro-Gamer hier. Wir gehen direkt rein, probieren es nochmal. Let's go, gibt's doch nicht. Was für Schwitzer. Erste Runde haben wir mal haushoch verloren. Wir müssen uns jetzt hier wirklich anspringen. Oh mein Gott, wir haben den neuen Brawler Larry und Lori oder wie auch immer. Der heißt gar kein Bock, ey. Die sind wirklich starke Spieler hier. Aber wir gucken mal, vielleicht können wir hier ein bisschen was mit Ems machen. Ich muss echt klären. Oh mein Gott, wo kommen die denn auf einmal her? Geht mal weg hier! Lass mal meinen Teammate in Ruhe! Was für Schwitzeritis sind das denn hier wieder? Ich hab gar keinen Bock auf die. Geht mal hier weg, ey! Die sammeln sich hier wirklich alle Star-Power-Punkte, Energy-Points. Ich weiß gar nicht, wer die haben. Ich vergesse das jedes Mal. Aber wir kommen hier relativ gut gegen die klar. Wir halten auf jeden Fall länger, glaube ich, aus jetzt hier. Okay, das sieht gut aus. Wir lassen uns noch mal ein paar Star-Drops holen, würde ich sagen. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen Backup geben, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich kann mich nicht moven! Missklick, Missklick! Ich habe die Taste nicht getroffen. Die muss echt mehr auf dem Bildschirm. Lauf, Junge, lauf! Lauf weg, du musst abhauen! Lass dich bloß nicht von denen treffen. Noch 4 Sekunden, dann bin ich da. Dann carry ich dich durch. Aber nein, was? So schnell, das gibt's doch nie. Die machen uns richtig platt, Alter. Das gibt's doch alles nicht mehr. Wie crazy stark sind die denn drauf? Das sieht aber schon mal hier ganz gut aus für uns. Ich glaube, wir könnten das echt packen, wenn wir hier wirklich zusammenhalten und wirklich zusammenfahren. Ich muss echt mich angewöhnen, ein bisschen mehr aufs Handy zu gucken. Ich gucke immer auf mein Bildschirm, aber das ist keine gute Taktik, denn so habe ich hier wirklich nicht den Full-Fokus drauf. Wir haben den ersten raus, wir haben den ersten raus. Der Fight ist losgegangen. Sollen die doch kommen, wir sind Pro-Gamer hier. Was wollen die von uns? Nix können die, wir sammeln hier noch die ganzen Cubes ein. Natürlich, der kommt gleich, sein Partner kommt gleich auf jeden Fall wieder. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, das ist gut, okay, jetzt müssen wir weg abhauen. Okay, sehr gut, das hat er falsch gemacht. Da hätte er vielleicht nochmal drauf gehen müssen, weil da hätte er mich wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Aber nein, leider jetzt hier mein Gadget nicht mehr genommen hier. Aber wir nehmen nochmal den Power Cube hier. Oh, da wollte er auf jeden Fall Stress. Okay, sie sind jetzt auf jeden Fall eingekesselt, der eine hier. Hydro muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, er ist ganz alleine. Haben ihn auch rausgehauen. Es ist Robin, läuft um sein Leben hier. Wir haben fette Punkte hier. 10 Energy haben wir hier auf jeden Fall am Start. Ich habe kein Power-Punkte mehr. Oh, da müsste jetzt aber die Arena wird weniger. Oh, wichtig, wichtig. Oh, jetzt hier nochmal eine Ulti reinhauen, würde ich sagen. Aber hat noch nicht gemacht. Es war immun. Aber jetzt, 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 letzter Schuss. Komm schon, Dias, den triffst du. Oh mein Gott, hol dir den. Nein, der ist jetzt im Nebel, aber ist auch vorbei. Wir haben den geholt. Wichtig und richtig, das war der erste Punkt für uns. Da mussten wir wirklich, wirklich, wirklich carryen hier. Aber GG, 2:1 für die. Die nächste Runde beginnt. Das könnte ein schwieriges Battle sein. Das ist ja auch immer die Sache. Wir wissen ja nie vorher, was die anderen sich hier nehmen. Das heißt, es könnte auch immer ein Konter gegen uns sein. Jetzt Piper ist, glaube ich, relativ gut gegen uns. Aber wir könnten vielleicht mit unserer Tankiness ein bisschen was mitarbeiten. Schwierig wird es natürlich, wenn wir natürlich nicht drankommen und hier unsere Ultis natürlich auch nicht aufladen können. Jetzt hier vielleicht nochmal hier ein bisschen Angriff starten schon mal hier. Ah, der war zu weit. Ja, wir kommen da nicht dran. Das ist das große Problem. Aber desto weiter wir wechseln, desto mehr Damage machen sie, ja. Das ist jetzt hier gar nicht gut. Ich bin schon fast raus. Da muss man wirklich aufpassen hier, dass die nicht hier wirklich genug. Aber wir müssen eigentlich unsere Ulti aufbauen ein bisschen, weil dann haben wir wirklich geschafft. Und dann können wir da wirklich gut mitarbeiten. Wir nehmen hier nochmal den... Alles gut, ich tank dich. Ich tank dich, mache hier noch ein bisschen Damage. Oder auch nicht, ich bin raus. Was? Oh mein Gott, Piper, die übelste Konter anscheinend gegen uns. Ey, Primo, hat die auf jeden Fall schon mal ein Ulti am Start. Hat die jetzt rausgehauen, weil leider hier den Knock-Up hier von Piper mitgekriegt habe. Oh mein Gott, Piper hier wirklich starker, starker Bowler hier. Aber ich bin jetzt hier immun, einmal kann jetzt hier vielleicht ein bisschen was machen. Oder auch nicht, ich bin sofort wieder raus. Ich weiß nicht, wie sollen wir gegen die denn bitte fighten? Wir müssen die irgendwie anlocken zu uns, aber die haben wirklich jetzt beide Ulti. Das sieht schon mal sehr gut aus. Auch einer von denen jetzt raus hier. Jetzt natürlich schwierig.
Ah, die Ulti war ein bisschen missklickt und wir haben verloren. Was sind das für krasse Schüsse von Ballball gewesen? Ich glaube das alles nicht mehr. Crazy Lemons Chrissy 3:1. Die nächste Runde beginnt. Edgar gegen Dynamite, glaube ich. Boah, ich weiß, wie gesagt, ich bin so krass raus aus Balls, dass ihr merkt das schon. Ich kenne nicht mal mehr die ganzen Namen, obwohl das auch wirklich einer meiner Top-Favorite an Baller damals war. Aber trotzdem, ich bin wirklich komplett raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier am besten reingehen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir holen hier erstmal, wie gesagt, alle Power-Stuff, damit wir wirklich gut gegen die anderen beiden aufhalten können. Weil die sind, glaube ich, richtig, richtig gut. Wir machen auf jeden Fall krassen Damage hier an der Stelle. Wir gucken mal, natürlich, hier werden wir schon wieder direkt abgeworfen. Wo haben die denn jetzt bitte schon 7? Oh mein Gott, ich muss hier weg. War nur Spaß. Geht mal weg, Leute, geht mal weg. Nein, komm zurück. Oh mein Gott, mein Teammate ist auf jeden Fall so fett weg. Ich muss jetzt laufen um mein Leben. Run, Boy, run. Aber die können jetzt natürlich hier mich hier mit dem... Oh mein Gott, die machen, zerstören uns ja richtig komplett direkt raus. Wir laufen um unser Leben, aber ihr seht, das für Damage, die hier wirklich machen, ist doch alles nicht mehr normal. Wir können jetzt hier vielleicht nochmal was machen. Oh mein Gott, was? Aber unser Mate ist noch weg. Das heißt, vielleicht kann der jetzt nochmal überleben, aber das sieht gar nicht gut aus. Der kriegt jetzt hier auch fetten Damage von den Wolken oder von der Giftwolke. Aber er hat überlebt, Leute. Das ist doch alles nicht mehr möglich. Wir sind da, wir haben Ulti ready. Aber ihr dürft nicht vergessen, Edgar macht krass viel Schaden. Aber ich sag mal so, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Oh mein Gott, die hatten zu viel Power. Hätten die weniger Power, hätten wir die easy rausgehauen. Das war gar nicht mal so krass. Wie viel steht es jetzt? 100:1? Ich weiß es nicht. 100:2? Ich weiß nicht. Das ist ja wirklich krass, wie die uns hier zerstören, die beiden. Die nächste Runde beginnt. Ihr merkt schon, wir sind gerade richtig unter Druck, weil die halt wirklich so krass gut sind, die Spieler. Haben wir hier irgendwelche Pro-Spieler? 1000 Millionen hier von, wirklich von hier Punkten oder was? Ich check hier gar nichts mehr, wie krass gut die sind. Wir finden hier auch gar keine Punkte für uns. Okay, da sind noch welche, die holen wir uns direkt. Habe ich hier Lex, hallo, geh mal weiter. Aber ihr merkt schon, da wird auf jeden Fall, wird sich krass um die Punkte gestritten. Wir müssen noch ein bisschen Ulti aufladen, würde ich mal sagen. Und wir hauen jetzt hier aber erstmal ab. Oh mein Gott, der Damage ist real. Der Damage ist wirklich real, ich sag's euch. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und wichtig und wichtig, dass wir diese Runde hier mit nach Hause genommen haben. Endlich haben wir einen Punkt für uns mitgenommen. Wichtig. So muss das laufen hier. Wir haben die letzte Runde endlich mal wieder gewonnen. Wir sind jetzt hier mit El Primo auf jeden Fall am Start. Die Leute haben wirklich so krasse Skins. Ich erkenne nicht mal mehr, welche Brawler die haben. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wenn ihr Brawl Stars mehr sehen wollt, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiß, ey, ihr wollt mehr Brawl Stars sehen, dann machen wir das natürlich hier auch für euch. Wenn ihr sagt, boah, ey, die hast gar keinen Bock, dann schreibt das auch in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ist gut, fühle ich nicht, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich ein Like nicht vergessen, immer wichtig und richtig. Und natürlich bis zum Ende gucken das Video. Das sind immer hier die wichtigen Sachen, die man hier mitnehmen muss. Aber wir gucken jetzt mal, wo die beiden sind. Okay. Kommando zurück, Kommando zurück. Wir waren zu aggressiv, wir waren zu aggressiv. Wo kommen die denn her? Oh mein Gott, wir haben keine Ulti, nichts aufgeladen. Ja, wichtig, wichtig hier. Einmal mit. Oh mein Gott, was geht denn ab? Lauf, 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 lauf. Ich bin gleich wieder da. Wichtig. Oh mein Gott, wir haben nichts. Wir müssen Ulti aufladen. Ohne Ulti sind wir hier gar nichts. Oh mein Gott, wir können Ulti nicht usen in dieser Welle oder was? Wir sind raus, es reicht mir, wir wurden einfach zerstört 20 Mal. Video ist beendet, reicht mir jetzt hier. Diese Erniedrigung war zu viel für mich, ich kann das nicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, wo wir die ganze Zeit nur verloren haben, lasst auf jeden Fall trotzdem ein Abo als Toaster und natürlich ein Like. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video um 16 Uhr. Bis dann, Leute. Vergiss nicht, hier sind noch weitere Videos, die ihr abchecken solltet. Bis dann, Leute. Ciao.